freue mich sehr, dass wir heute Oliver Wittgens und Thomas Fatman-Abam bei uns haben. Wir haben schon unsere Kritik vom Hauptstudienprojekt heute Nachmittag gemacht und das war richtig Vergnügen mit den beiden. Kurz möchte ich die beiden vorstellen, weil sie vielleicht, sie sind ja sehr junges Team, ne? Also sie sind ja nicht so umfassend eingeführt, also international noch, weil sie eben ein sehr junges Team sind, seit 5 Jahren gibt es euch als Büro. Ne? Kennengelernt haben sie sich schon in der Schweiz, in Zürich und auch in Basel. Ne? Das war so eigentlich so abwechselnd zwischen Büro Bieber und Bühne und Marcel Meili, Markus Peter. Beide sind auch an der Hochschule jetzt tätig. Also Oliver ist bei Caruso, am Lehrstuhl Caruso, und Thomas ist bei Peter Merkel. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, weil eben schon diese Nähe zur Schweizer, also was zumindest den Thomas betrifft, was in der Lehre und den Peter Merkel angeht, spürbar ist, und trotzdem merkt man aber so eine unglaubliche Selbstständigkeit. Also es ist alles, was wir schauen so gerne in die Schweiz, ne? Und zum Teil kopieren wir ja auch die unglaublich konsequenten Vorgangsweisen und Wege, die die Architekten so einschlagen. Und da haben sich auch viele Richtungen herausgebildet, die oft so scheinbar leicht nachzumachen sind und zu kopieren sind. Und wenn ich nur an diesen Reduktionismus denke, der so sehr materialabhängig ist und wo das Material und die Konstruktion auch so ist. Und all das würde ich jetzt nur sagen, das machen Sie nicht. Und was Sie jetzt machen, das werden wir im Vortrag sehen. Auch habe mich kurz haben wir uns davor unterhalten, die beiden sind vielleicht auch deshalb interessant für uns, weil sie auch in der Schweiz mit einer Situation konfrontiert sind, die nicht mehr so sehr dieses die endlosen Ressourcen zur Grundlage hat, also wo es keine Rolle spielt, was die Kosten, und es kann noch so weit gehen und es wird immer finanziert werden, sondern sie sind in einem Feld tätig, und das ist wahrscheinlich zusehends die Situation auch in Zürich und in der Schweiz, dass man sich sehr wohl auch über die Kosten Gedanken machen muss. Und da ist man eben dann Baukosten Gedanken machen muss, und da ist man dann eben mit einer anderen, das ist eine andere Herausforderung. Und in der Hinsicht sind sie bekannt mit den wenigen Dingen, die sie gemacht haben, und wir sind sehr gespannt jetzt auf euren Vortrag. Ja, bitte. Herzlichen Dank, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir lieben die Stadt, wir lieben Straßen, Plätze, Fassaden und reiche, komplexe Interieurs. Wir lieben die verfeinerte urbane Architektur. Wir lieben die Geschichte, Kontinuität und Zeit. Paradoxerweise entwerfen und bauen wir fast immer an Orten, die weder städtisch noch ländlich sind, sondern eine Art verschwommenes, unbestimmtes und fragmentiertes Dazwischen. In diesem Dilemma entsteht unsere Arbeit. Das erste Projekt, was wir zeigen, ist in Carouge. Das Carouge ist ein Vorort von Genf, das grenzt direkt an. Da hinten ist Genf. Sie sehen da diese großen Blöcke, die da vorne stehen, das gehört schon zu Carouge, und unsere Siedlung, die da abgerissen werden soll, sind diese kleinen 30er-Jahre-Gebäude. Das ist ein Wettbewerb für Sozialwohnungsbau.
sehen Sie hier nochmal auf dem Stadtplan, also hier das Altstadtzentrum von Carouge und eine Erweiterung, die unglaublich hohe, so kräftige Gebäude hervorgebracht hat. Und dann noch dieses Relikt dieser Siedlung. Und dann gegenüber, auf einer erhöhten Platte, nochmal so große, schwere, siebengeschossige Bauten. Und da unten ist noch der Friedhof von Carouge, der auch so erhöht ist. Also unsere Parzelle ist wie so in einem kleinen Tal unten. Und wir wussten eigentlich, dass der Auslober, dass die wieder so eine Siedlung wollen. Einfach einen grünen Teppich mit freigestellten Bauten mit einem bestimmten Abstand. Aber das wollten wir auf keinen Fall machen. Wir wollten ein Stück Stadt machen. 1980 veröffentlicht Stephen Hall ein kleines Heftchen, The Alphabetical City. Darin sammelt er Grundrisse aus Chicago, von großen Häusern aus Chicago und New York und reißt sie aus dem Zusammenhang, isoliert sie und ordnet sie wie Buchstaben. Bemerkenswert an dieser Sammlung war für uns nicht die eigentliche Form jedes dieser Buchstaben, sondern war die Tatsache, dass diese Häuser aus ihrem Zusammenhang gerissen immer noch unglaubliche urbane Qualitäten besitzen. Ausgangspunkt für unseren Entwurf war die Gebäudekörperfigur eines Tees. Also das ist jetzt ein Haus, das ist nur ein Teil des Entwurfs. Dieses T steht zur Straße mit seiner Frontfassade. Sie sehen, es gibt so eine Gliederung zwischen einem großen Sockel und einem oberen Teil. Im Erdgeschoss finden sich Läden und auch so öffentliches Programm, das in dieser Sozialsiedlung drin ist. Und jedes Haus hat einen Eingang in einer großen Eingangshalle. Dann dieses T oder dieser Schaft geht nach hinten in den Park rein, steht da im Garten. Wenn man durch die Eingangshalle durchgeht, dann gibt es diese große Laube da unten, diesen Bögen. Und entlang dieser Laube sind Waschküchen, Krippen, Ateliers, Werkräume. Und jeweils am Ende gibt es noch einen speziellen Saal. Willst du das sagen? Ja. Der Auslöser des Wettbewerbs, dem war klar, dass diese Siedlung, wo es so diese modernistische Reihung paralleler Häuser gab, dass die einfach wieder durch eine Siedlung ersetzt wird, wo auf diesem grünen Grundstück einfach wahrscheinlich gleiche Gebäude wiederholt werden, in gleichen Abständen. Uns war klar, dass wir keine Siedlung bauen möchten, sondern versuchen möchten, eine urbane Architektur zu machen, die gleichzeitig eine Straße bildet und eine Hierarchie im öffentlichen Raum formuliert. Das habe ich übrigens schon gesagt. Das ist die Rückfassade, das sind diese, das ist wie so Kopf, oder der dann auf den Friedhof schaut, unten geschlossen und dann nochmal eine große offene Laube. Und jetzt haben wir drei von diesen T's freigesetzt entlang der Straße. Und Sie sehen, dass die so zueinander versetzt sind leicht, also wie so ihre Position eigentlich suchen und wie nicht ganz finden. Es gibt dann so Abstände dazwischen und es gibt Abstände zu der benachbarten Bauung. Der Plan mit den Wohnungen. Und so die Frage, oder wie schafft man den Zusammenhang? Wie bleibt es trotzdem irgendwie offen und brüchig? Und kann man darauf vertrauen, dass das Einzelne oder diese Reihung von einzelnen Häusern, dass sie diese Urbanität wieder erzeugen? Wir befinden uns ja in dem Dilemma, dass wir nicht einfach die Stadt weiterbauen können. An dem Rand von Carouge gibt es verschiedene Bebauungsformen, Randbebauten, Einzelbauten, die aber immer noch Stadträume bilden. Wie können wir weiterbauen dort? Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Die Wohnung, das ist ein H&M-Standard, das ist das billigste Baustandard in der französischen Schweiz, den Sie machen können. Das ist eine ganz einfache Schottenstruktur und dann innen drin ist ein Raum-zu-Raum-zu-Raum-Gefüge. Und es geht einfach alles durch. Diese Fassaden entlang der Straße.
die Rückseiten in den Garten. Das ist ein kleines Haus am Zürichsee, das ist in Rüschlikon, das liegt so auf der linken Seite, so im oberen Drittel. Das waren zwei Geschäftspartner, die ein Haus für ihre Familien bauen wollten. Die haben ein Stück Land gesehen. Es hat eine unglaubliche Aussicht, Rüschlikon, steuergünstige Gemeinde. Und die mussten ganz schnell einen Entwurf machen, damit sie bestimmen konnten, ob sie sich diese Parzelle kaufen wollen oder nicht. Wir haben innerhalb von einer Woche einen Entwurf gemacht, der sah nicht so aus wie das, was Sie jetzt sehen, das der fertige Grund ist. Wurden zum zwei Volumen, die versetzt waren, und wir haben so ein paar Studien mit dem Bauherrn gemacht, und sie haben sich unabhängig davon entschieden, dass der eine nimmt die obere Hälfte des Grundstückes, das ist von der Hang, geht da runter, und da wo Thomas steht, ist dann so der Zürichsee. Also der eine wollte oben wohnen, am Hang, und der andere wollte unten mit dem Blick auf den See wohnen. Und das war dann auch, es war irgendwie lustig, weil der eine ist ein bisschen älter, die Familie sind schon ein bisschen älter, hat ein bisschen mehr Geld, ist arriviert, er wollte Repräsentation und Aussicht. Und die Familie im hinteren Haus, die waren jünger, die wollten Garten, die wollten Platz zum Spielen und so richtig ein Familienhaus. Und volumetrisch ist das so die einzige Operation, die wir noch gemacht haben, ist die beiden Körper so verschoben, sodass unten der Gartenbereich des hinteren Hauses größer wird. Da ist noch so eine richtig große Platane drüber und dass er vorne noch ein bisschen Seesicht hat. Und statt zu entwerfen, hatten wir plötzlich dieses Bauvolumen, das so turmartig gegeneinander verschoben war, vor uns und wir mussten daraus ein Haus machen. Wir waren uns eigentlich sicher, dass wir dem Haus, dass wir dem Volumen den Ausdruck eines wirklichen Hauses geben wollten. Und da haben wir mit zwei Referenzen gearbeitet, nämlich dem Haus Müller von Adolf Loos und dem Bonaventuri-Haus von Robert Venturi. Das Haus von Loos besticht durch seine Volumetrie und seine strenge formale Ordnung in der Hauptfassade, hat aber einen sehr monumentalen Ausdruck und auch eine gewisse Schwere. Während 30 Jahre später Robert Venturi im Entwurf für das Haus für seine Mutter noch viel mehr Elemente aus dem Fundus der Architekturgeschichte wählt für den Ausdruck seines Hauses, aber das mit einer Leichtigkeit, indem er alles dünn macht, alles fein macht, fast papieren wirkt das Haus. Und es ist ja wie in der Sprache, es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch in welchem Ton man es sagt. Und manchmal kann man, wenn man etwas mit einem leichten Ton sagt, kann man viel ernstere Dinge sagen, als wenn man es mit einer lauten Stimme ganz schwer formuliert. Das ist jetzt der Blick auf das Modell der Eingangsfassade. Man sieht die beiden gegeneinander versetzten Eingangsfassaden. Beide Fassaden sind symmetrisch zentriert auf Fenstermotive, die auf den Mittelpunkt des Hauses hinweisen und den jeweiligen Mittel- und Kernpunkt des Hauses wie stabilisieren. Das haben wir als notwendig empfunden, weil die Peripherie dieses Ausdrucks, nämlich der Hang, der schräge Hang, die asymmetrisch gesetzten Türen, die kaskadierende Dachlandschaft, all das sozusagen frei ist und unkontrollierbar war. So kontrollieren wir und beruhigen wir das Haus über die Fläche in der Mitte, sodass wir all das aufnehmen können an Ausdrucksfähigkeit, was sich sonst wie automatisch ergeben hat. Das gleiche gilt für die Seefassade. Hier sieht man die Hauptfassade der seeseitigen Gebäudehälfte und dahinter um ein halbes Geschoss versetzt, das sozusagen die gartenseitige Haushälfte. Und die seeseitige Haushälfte, die erkennt man einfach erstmal leicht, dass es sich um eine dreiachsige, fast klassisch anmutende Grundaufteilung handelt, bekrönt mit einem kleinen Dachpavillon. Aber da hört eigentlich auch die Vorstellung einer klassischen Architektur bereits auf, weil es gibt dann einen Erker, der sich dreieckig uns entgegenschiebt, der dann gemeinsam mit einem grauen Steinfeld in der rechten unteren Ecke so eine Art diagonale Gleichgewichtsfigur ergibt.
Also der Ausgangspunkt unserer Arbeit war dieses ganz einfache Feld von neuen Öffnungen. Aber wir haben gemerkt, dass wir nicht in der Lage waren, dem einen authentischen Ausdruck zu geben. Und so ist das in Bewegung geraten. Und wir haben all diese Dinge, die ein Haus sonst noch können muss, nämlich einen Eingang formulieren, an dem Stein fällt, einen Sockel formulieren, ein Hauptgeschoss formulieren, die haben wir aufgenommen. Und dadurch ist eigentlich etwas entstanden, wo wir viel mehr an modernen, also an Malerei des 20. Jahrhunderts gedacht haben, als an eine Architektur zum Beispiel des Klassizismus. Wohingegen die Hangfassade hat sich fast von alleine entworfen und sie war so streng und so ein bisschen ernst, sowas mit hoher Stirn und vielleicht auch so ein bisschen wie ein schwieriges Familienmitglied, das wir aber einfach so hingenommen haben. Und so haben wir jeder Fassade eigentlich ihre eigene Freiheit gelassen in der Entwicklung und sie vorangebracht und sie auch getrennt von der anderen gesehen, sodass sie ihre eigene Regelhaftigkeit entfalten kann. Also das ging so weit, dass wir hier zum Beispiel die Fenster oben, die ja überall gleich sind am Haus, hier 10 cm breiter gemacht haben, dass sie so ein bisschen lockerer und plumper sind als auf der Seefassade, wo sie so ein bisschen enger sind. Die Gartenfassade vom oberen Haus und die Stirnfassade des unteren Hauses sucht auch hier wieder ihren eigenen Ausdruck, aber was wiederkehrt, ist noch spürbar diese Mittelachse jedes einzelnen Körpers, wo eine Art Schwerpunktsetzung erfolgt. Jetzt gehen wir mal durchs Haus. Sie können sich vorstellen, in diesem Haus, das 4 bis 5 Geschosse hat, sind die Treppen unglaublich wichtig. Und die sind jetzt ein wahnsinnig vertikaler Raum. Und einer der frühen Sachen ist gewesen, diese Treppen ineinander zu verschieben, damit die Räume rundherum, dass es da Platz und Luft gibt. Das ist aber eigentlich nicht dieser Plan, der das generiert hat, sondern der nächste, wo einfach von den Bauherren links gewünscht war, 3 Zimmer und ein Bad und die Treppe, oder? Und das hat das ganze Ding so in Bewegung gebracht, dass es irgendwann nicht mehr anders ging, als so wie es jetzt ist. Und Sie sehen, es ist ganz ökonomisch, so, dass es waren, das sind kleine Häuser, die sind 75 Quadratmeter in der Grundfläche mit Fassade, das ist ein Reihenhaus eigentlich. Aber dieses Versetzen und dieses ganz ökonomische Raum-zu-Raum-Prinzip und dann Durchblicke durch das Haus, wo man dann auch wieder durch ein Fenster sehen kann, durch das hat es doch eine gewisse Großzügigkeit erhalten. Das ist oben diese Dachpavillons. Für die Bauherren auf der Seeseite war das neben ihrem Garten der wichtigste Raum im ganzen Haus. Das ist so, wir wussten nie genau, was darin passiert, aber da kommen wir dann später dazu. Aber das war so, das ist die Krönung. Ne? Und für die anderen war es einfach so ein irgendwie Schlafzimmer mit Bar. Das ist das Eingangsgeschoss, das gleichzeitig auch Kellergeschoss ist. Also wir gehen jetzt ins hintere Haus rein und Sie sehen, da gibt es diesen ganz kleinen Entree mit einer Garderobe und dann kommt man ins Treppenhaus. Und das war so eine komische räumliche Situation, wo auch die Decke noch springt, dass wir irgendwas erfinden mussten. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir, das kommt in mehreren Orten von diesem Haus, dass wir wie gewisse Elemente total aufgeladen haben und wir das von außen reingebracht haben, um diesen Räumen eine bestimmte Bedeutung zu geben. Und hier ist jetzt dieser Boden aus Zementfliesen, die in einem Muster gelegt sind, das wie einen viel, viel größeren Raum gehört. Und der ist frei in diesen Raum gelegt. Und durch das gibt es einfach zwischen diesen zwei kleinen und unterschiedlich geformten Räumen gibt es eine unglaubliche Verbindung. Und Sie sehen nie, wo Sie auch stehen, Sie sehen eigentlich nie den gesamten Boden. Und das gibt immer dieses Gefühl von Weite. Und das ist irgendwie der Ort, wo man reinkommt in das Haus, aber es ist natürlich auch der Ort, wo man diese ganze Treppengeschichte runterkommt und kommt man da an. Und das etwas Ähnliches haben wir gemacht mit diesem Pavillon auf dem seeseitigen Haus. Eigentlich wollten wir dann ein richtiges Dach machen, aber das hat uns die Baubehörde verboten. Aber der Bauherr, der war dann so begeistert davon, dass wir ihm versprochen haben, dass wir was Gutes daraus machen. Und dann haben wir begonnen, eine plastische Decke zu machen, also nicht ein Dach, das so ist, sondern eine Pyramide, die hängt aus Gips. Und dann begonnen mit Mustern, das zu bearbeiten und das irgendwie noch zu stärken und denen wie auch so diese Krone zu geben da oben. Und
also die Bauherren sind schottisch, ne? Und die waren total begeistert, weil das irgendwo so zwischen Muster und Flaggen und irgendwie auch Pop-Art oder so ein Solowit oder so war. Und ja, und das ist es dann. Und irgendwie, eben durch das es noch hängt und das Muster, diese Kanten der Pyramide auch verstärkt, wird da unglaublich der Druck von diesen Fenstern weggenommen. Und das, der Blick kann dann über diese wahnsinnige Aussicht, die sie hier an dieser Stelle haben, gleiten. Und das Lustige ist, die Bauherren da oben, das ist der Family Room, oder? Und da wird gemalt, die Bauherren malt und dann wird Fernsehen geschaut und da wird, weiß ich was alles gemacht, der ist vollgestellt mit Möbeln. Und von dem Boden sehen sie sozusagen nichts, aber wenn sie drin sitzen, dann haben sie noch die Decken. Und ein Projekt kann man als eine einheitliche Form betrachten. Man kann es aber auch betrachten als eine große Anzahl von einzelnen Eindrücken, die vielleicht zusammenpassen, vielleicht auch nicht zusammenpassen oder so lose zusammenpassen, dass noch Luft dazwischen ist. Und das haben wir gemerkt, als wir dieses Projekt bearbeitet haben, aber wir haben es vor allem auch gemerkt, als es dann fertig war. Wir haben dann einen Fotografen, Walter Meyer aus Zürich, gebeten, dort durchzugehen. Und er hat eine unglaublich riesige manuelle Kamera, die nur eine Festbrennweite hat, die er nicht wie heute Digitalkamera irgendwo hinstellen kann. Damit hat er die Fotos gemacht. Und man spürt bei dieser Fotoserie, die wir gleich zeigen, die er gemacht hat, diesen Widerstand und den Blick in all diese fragmentarischen Orte. Und wir möchten eigentlich jetzt auch zum Thema dieses Vortrags machen, die Frage nach der Einheit des Projekts und die Frage, wie ein Projekt viele einzelne Dinge in sich aufnehmen kann. Jetzt kommen wir zur Konstruktion. Das Haus ist außen gedämmt, mit dem dünnsten Putz und der dünnsten Dämmung, die wir finden konnten, weil wir versucht haben, natürlich die Leibungen dieser Fenster so zart wie möglich werden. Und um dies zu unterstreichen, haben wir Fensterbänke aus ganz dünnen Betonbretter gemacht, die möglichst weit auskragen. Sie sehen es so ein bisschen auf der Seite, sie können die rausstehen. Die sind so leicht aggressiv, aber machen es auch so ganz, ganz zart und fast fragil. Und dann haben wir die Rahmen der Fenster sind in zwei Farben anodisiert, dass sie eigentlich nur die Vertikale als Linie sehen, aber das, was Rahmen ist, ist schwarz. Dann sehen Sie das Steinfeld, es gibt auf der Stirnseite gibt's auch nochmal eins und dann gibt es einen feinen Sockel aus Naturstein, der um das Haus geht. Das ist direkt auf die Dämmung geklebt. Die Fugen dazwischen sind gemörtelt, aber das Zeug ist einfach da draufgeklebt. Und dann ist eben, wie Thomas beschrieben hat, wenn diese Fassaden flach entworfen, also immer frontal angeschaut, von allen Seiten, immer ein Modell, aber immer frontal angeschaut. Und ja, am Ende ist man dann auch ein bisschen überrascht über die Plastizität, die das dann trotzdem noch hat. Und jetzt, während wir in diesem Doppelhaus gearbeitet haben, haben wir diesen Wettbewerb gemacht für das neue Gemeindehaus in Richterswil. Und Richterswil ist so da, wo der Zürichsee, wenn Sie da dieses linke Ufer runtergehen muss, da unten so diese Kuhle gibt, da unten ist Richterswil. Und ich bin ja auf der anderen Seeseite aufgewachsen, das ist die alte Seite, oder so Goldküste. Ne? Und das ist die linke Seite, die Knüsselküste, weil das Licht von der falschen Seite kommt. Und das ist viel später entwickelt worden als die Goldküste. Und durch das ist es irgendwie auch unglaublich viel moderner. Also es gibt nicht nur die Hauptverbindungsachse der Bundesbahn, die unten am See entlang fährt, sondern auch die Hauptautobahn, die da runtergeht und dann in die Berge hoch. Also warum wir die ganze Schweiz hier zeigen, ist das
hier so in dem Bereich, so das ganze Tourismus, den Klosters und Lachs und all das Zeug ist da, oder? Und diese Bauern, die wir hatten in Rüschlikon, oder? Die haben in der Stadt oben, und das ist am Kopf des Sees, haben sie gearbeitet, waren in 10 Minuten in Rüschlikon und in 90 Minuten in Lachs. Und irgendwie, das war einfach so, ist wie eine Bandstadt, oder? Und das ist immer der Hintergrund für das Gemeindehaus in Richters. Das andere war, dass die einen unglaublichen Bauboom hatten, jetzt in den letzten Jahren, steuergünstig, eben noch Landreserven im Gegensatz zu der anderen Seite. Und da gibt es einfach so Terrassensiedlungen, die da hingeworfen werden. Und es ist eine ganz andere Lebenskultur als die angestammte Lebenskultur. Daneben hat Richters einen wunderschönen alten Dorfkern. Dann sehen Sie da diese Erweiterung, dann geht es da, ich stelle jetzt noch weiter. Und unser Entwurf für das Gemeindehaus, das ist einfach dieses längliche, rechteckige Ding, das ein bisschen dicker gedruckt ist. Und die Parzelle, die war einfach gerade am Rand der Altstadt und zwischen diesen Sachen. Und wir wollten etwas machen, was das vereint, oder? Was beide Seiten irgendwie gleichberechtigt behandelt. Und wir haben ein Solitär gemacht und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass es Luft um dieses Haus braucht. Es war viel höher als alles, was da steht. 7 Geschosse. Also haben wir es rechteckig gemacht, in volle Höhe. Und unser Ansatzpunkt lässt sich am besten beschreiben anhand der 2 Beispiele, die wir tatsächlich in der Form am Anfang des Entwurfs so zusammengestellt haben. Das sind zwei Projekte, die einander ganz ähnlich sind, aber auch ganz unterschiedlich sind. Das ist die Kirche Sant'Agnese in Agone von Rainaldi von 1652 an der Piazza Navona. Da ist eine barocke Kirche als Negativform einem römischen Palast einbeschrieben. Darunter der Entwurf von Leonidov für den Kulturpalast in Moskau von 1930. Oben eine plastische Einschreibung eines öffentlichen Raumes der Kirche in einem privaten Familienpalast. Unten eine feldhafte Auffassung der Welt. Die Welt als ein großes gerastertes Feld mit einer gewissen Neutralität, wo ganz viele Dinge von diesem Feld aufgenommen werden können. Das unglaublich spezifisch Gesetzte, Definierte und das maximal Freie, um zu fallen. Der Hintergrund dafür ist auch, dass das Programm von diesem Gemeindehaus war, nur 30% des Hauses war überhaupt Gemeindehaus. Der Rest war fremdvermietete Wohnungen, fremdvermietete Büros, Läden, Tiefgaragen etc. Also es war alles Rahmenprogramm, das dazu da war, diese Gemeinderäumlichkeiten überhaupt zu finanzieren. Dann sieht man hier ganz tabellarisch die verschiedenen Geschosse, von links nach rechts die Wohnungen im obersten Geschoss, dann die Bürogeschosse ist der Gemeinde auf 2 Geschossen, dann als vierten Plan sieht man ein öffentliches Geschoss, das die zentrale Mitte des Gemeindehauses einnimmt, mit den Sälen für Sitzungen des Gemeinderates, aber auch den Orten, wo man heiratet, wo man die Bürgerurkunde entgegennimmt, wenn man sich einbürgern lässt und so weiter. Darunter befindet sich dann wieder ein neutrales Bürogeschoss, das fremdvermietet wird. Links dann das Erdgeschoss, das 2 Niveaus verbindet, ein durchgestecktes, ganz kleines, knappes Foyer im unteren Drittel mit einer Rolltreppe, die nach oben führt in dieses Hauptfoyer. Hier das halb eingegrabene Sockelgeschoss. Ein 7-geschossiger Körper, der in der Mitte im mittleren Geschoss geöffnet wird und eine vollständige horizontale Durchlässigkeit erhält und damit räumlich den unteren Teil der Stadt des 19. und 18. Jahrhunderts mit den Terrassenhaussiedlungen verbinden soll. Hier sieht man das Volumen, oder? Diese Lobby in der Mitte, die haben wir Sky Lobby genannt, oder? Auch wenn sie nur im Mittelgeschoss ist. Und außen ist das Haus mit einem Gussglasnetz, wird es wie so mysteriös gemacht, dass man eigentlich die Geschosslichkeiten, was dahinter ist, nicht sieht. Das
wie so, wie so ein riesiger Palazzo mit so einer rustizierten Glasfassade. Damit wird das Haus gleichzeitig kleiner und gleichzeitig größer. Es wird monumentalisiert und bekommt einen Maßstab, der an die Körnung des Ortes mit der Körnung des Ortes wieder Kontakt aufnimmt. Das ist diese Lobby, die sich über das ganze Geschoss erstreckt und eigentlich nicht nur ein Raum ist, wo man seinen Pass kriegt, sondern auch wo Ausstellungen stattfinden, Bankette, Feste. Und das ist, die ist so hoch, dass man eigentlich über das ganze Dorf unten hinweg auf den See sieht und so sich das Haus also innen mit der Landschaft außen verbindet. Die Stütze, die links zu sehen ist, ist eingefasst in eine Ummantelung aus bombierten, polierten Chromstahl. Es ging um die Frage des Lastens. Wir wollten die Schwerkraft aufheben in diesem Raum. Wir wollten, dass es nicht darum geht, dass man sichtbar macht, dass das Volumen darüber mit einem Gewaltakt gestemmt wird, sondern wir wollten, dass dieser schmale Raum seine Bedeutung durch das Gefühl für das Volumen, was sich unterhalb von einem und oberhalb von einem befindet, bekommt. Und also städtebaulich war ja da nicht so viel möglich, es war einfach so, wie es war. Wir haben es schon clever eingepasst. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass in diesem Landschaftsraum diese großen Gebäude, wie jetzt das Gemeindehaus und die Kirche, die protestantische, die Sie ganz rechts sehen, ne, sind wie so diese großen Figuren, die diesen gesamten Landschaftsraum ordnen und Orientierungspunkte schaffen. Und dann noch dieses Modellbild mit dem Gussglas, wenn man das irgendwie sieht, wie dieser Körper fast wie Eis ist irgendwie. Und dann gibt es aber so Stellen, wo es gibt diese Litten aus Marmor und dann so Stellen, wo irgendwie spezielle Sachen sind, die auch nochmal mit Marmor eingekleidet sind und wie so Störungen in diesem großen Netz bilden. Alles sollte Projekt 1 stehen. Ah ja, da muss der 1 stehen. Wir möchten über ein Mehrfamilienhaus-Projekt, das jetzt bald mit dem Bau beginnen, sprechen, in Beningen, einem Vorort von Basel. Da gibt es zwei Projekte. Das erste Projekt ist ein kleines Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen in einem Villenvorort bei Basel. Man sieht, dass im Verhältnis zur Umgebung wird die Maßstäblichkeit des Volumens ganz leicht erhöht. Es spielt aber, es hat immer noch was zu tun mit dieser Körnung dieses wilden Quartiers. Die Idee war einfach, dass es eine schmale Fassade bei der Straße gibt und dass es dann eine lange Fassade, diese Kurve spannt. Es gibt da oben das Hallenbad, dieser große graue Fleck, und da unten ist die Schule. Und es ist so zwischen diesen öffentlichen Gebäuden, wo das Haus sich wie einspannt. Die Aufgabe war sehr interessant. Ein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen. Im Grunde ein Volumen, das nicht kaum größer als ein Einfamilienhaus ist, das aber einen anderen Ausdruck suchen sollte, meinten wir. Das ist die Hauptfassade zum Garten hin. Hier ist ablesbar, dass das Gebäude von der linken Seite über einen Treppenturm erschlossen wird und dass es sich im Innenraum zentriert auf ein Hauptfenster, das im Innenraum auch den Innenraum mit organisiert. Dieses Hauptfenster wird zusammengefasst durch ein Motiv aus Blech, das die Stornkästen enthält, das über 2 Geschosse geht. Sonst handelt es sich um ein Haus mit Styroporfassade und einem dünnen Putz, das nur ein paar farbliche Akzente besitzt. Das ist so wie eine Brücke, oder? Es gibt unten, geht Tiefgarage direkt rein, es sind 2 Parkplätze und dann gibt es diese 2 Treppen, die sich so drüber spannen. Wir fanden, es ist so eine Mischung aus The Dodge House von Kohlhaas und einer schönen Palladio-Bühne. Jede Fassade haben wir wieder unabhängig von der nächsten entwickelt. Die Südfassade, die den Blick freigibt auf ein Tal und auf die gegenüberliegenden Hügel, ist fast wie ein Schild aufgebaut, das in einer sozusagen selbsterklärend strengen Ordnung. Die Rückfassade ist hingegen sehr beiläufig, aber über die Proportion der Fenster haben wir versucht,
dem etwas, etwas Primitives zu geben. Schnell durch die Pläne. Ich sehe diese Einfahrt und dann gibt es zwei Stellplätze, ein bisschen Keller noch. Dann die erste Wohnung, zweites gleich. Und dann gibt es noch eine kleine Studiowohnung im Dachgeschoss. Es ist wie so, dieser Plan ist wie in zwei Hälften geteilt und der Wohnraum geht über die ganze Länge und dann weitet er sich aus, da wo es so einen Pfeiler gibt. Und dieser Pfeiler verbindet den oberen Raum, dieses offene Zimmer, das man mit so Schiebetüren schließen kann, verbindet das mit diesem Wohnraum. Das in der Ecke oben ist ein Wintergarten. Die Bedeutung des Pfeilers haben wir entdeckt, dass er eigentlich zwei Dinge tut und gleichzeitig. Das ist das Schöne an Architektur. Man kann sozusagen widersprüchliche Dinge gleichzeitig unternehmen. Nämlich er trennt die Räume voneinander, also er gliedert diesen T-förmigen Hauptraum in einen Bereich, wo Küche und Essen stattfindet, auf der eher linken unteren Seite, auf der rechten unteren Seite, wo man das Wohnzimmer vermutet, und darüber eine Art Arbeitszimmer oder Gästezimmer. Und gleichzeitig bildet er auch wie eine Drehachse, wo sich diese Räume wieder miteinander verbinden, weil die ganze Raumfigur über die Diagonalblicke, man sich die über Diagonalblicke vorstellen sollte. Dann haben wir eine Baugabe gezeichnet und haben sehr schnell die Bewilligung gekriegt und gleichzeitig hat der Bauherr ein Schreiben von der Gemeinde gekriegt, es würde ihm furchtbar leid tun. Das haben wir nicht gesagt. Nee, das haben sie nicht gesagt. Das ist als sie den Zonenplan von einem analogen Plan in einen digitalen gewandelt haben, hätten sie die Farbe seiner Parzelle falsch übertragen. Und dann mit freundlichen Grüßen, und dann kam so ein Mail an uns, was heißt das so? Und dann haben wir nachgeschaut und haben wir gesehen, wow, zum Glück 70% mehr Ausnutzung. Also Projekt 2. Projekt 2, ja. Das war klar. Es ist ein kleines Renditeobjekt für den Bauherrn. Und für uns haben wir uns natürlich erstmal gefreut, aber auch bedauert, das schöne Projekt zu verlieren und dachten, was machen wir jetzt? Und es war echt ein totaler Kampf, dieser Maßstabssprung von einem kleinen Haus in das größte Haus von 70% mehr. Weil man erinnert sich an eine Fassade, die auf eine Fensterachse zentriert ist, darüber stabilisiert ist. Eine Fassade, die auf vier Fenster basiert. All das sind ja so Techniken, die können nur in kleineren Häusern angewandt werden. Irgendwann, wenn die Anzahl größer wird, muss man die umschalten. Und das stand uns jetzt bevor. Das ist der neue Footprint. Also die Haltung ist eigentlich gleich geblieben, oder? Das Haus quer zur Straße zu stellen, in die Länge der Parzelle. Und jetzt mit diesen neuen Knicken und so haben wir versucht, noch möglichst viel Garten irgendwie da unterzubringen und eine gewisse Distanz zu schaffen. Das ist nun nicht etwa die Gartenfassade, sondern, wie man vermuten könnte, sondern es handelt sich um die Straßenfassade. Da handelt es sich vielleicht um eine milde Form von architektonischem Recycling. Man sieht, das Motiv ist ganz ähnlich, aber diesmal anders belegt. Es gibt wieder diese T-förmige Figur mit dem zentrierten Fenster und dem Eingang daneben. Und dann gibt es... Das ist auch wieder Punkt, so ausgedämmt, Silber gestrichen, da haben wir irgendwie Feuer dran gefunden, jetzt ist mehr Silber. Und dann haben wir ganz viele Metallteile, also alles andere ist nicht putz, ist Metall. Also Sie sehen diese Wasserabläufe, die es nur auf dieser Fassade und auf der gegenüberliegenden gibt. Und dann sehen Sie diese Kästen um die Fenster, um die zum Teil Rahmenverbreiterung sind und zum Teil Storenabdeckung und das Vordach, das wir von einem schönen Haus hier in Berlin geklaut haben. Und das ist alles Blech und ist alles gefaltet, das heißt, das ist irgendwie etwas, das so wie Origami ist, oder? Das ist plastisch, aber trotzdem flächig. Und das dachte ich mir, dass das diese Zartheit und das Dünne und diese Spannung in dem Haus auch unterstützt. Die Gartenfassade, dieses Motiv von dem großen Fenster oben und dem kleineren unten, das zusammengebunden wird in dieses Blechteil, das wird hier so wie, das kommt hier mehrmals vor. Da gibt es Ausnahmen und dann gibt es in der Mitte, der Knick, es gibt die anderen Fenster, die einen anderen Maßstab haben. Und das hat damit zu tun, dass man irgendwie in den Garten muss und irgendwie diese Hochparterre-Situation mit der irgendwie umgehen muss.
das Gegenstück zur Straßenfassade ist diese schildhafte Fassade zum Garten, wo eine Tiefgarageneinfahrt tief einschneidet und damit so wie ein städtebauliches Widerlager bildet zum Haus, das sich eigentlich Richtung Tal schieben möchte. Und dann die Rückfassade, die ist jetzt noch ein bisschen primitiver geworden. Und dann sieht man noch, wie übereckt dieses Volumen da so aufspannt. Und man darf nicht vergessen, wenn man Sachen hat, die man machen muss, dann muss man mit denen was machen. Also diese... Ja, das ist so. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache außenliegende Fallrohre, wie man sie hier an den Hausecken sieht, was kann man mit ihnen machen? Man kann sie als zarte Pfeiler an den Gebäudeecken verwenden. Man kann damit die Hauptfassade hier zur Straße hin, kann die rahmen, man kann sie betonen. Damit seht ihr plötzlich, dass diese Ecke, die Gebäudeecke, keine Neutralität mehr besitzt, sondern sie ist gerichtet. Die Fassade zur Straße wird betont und die Fassade zum Garten wird dadurch in die zweite Ebene gebracht. Jetzt gehen wir auch nochmal durchs Haus. Das Parking ist größer geworden, Keller auch ein bisschen. Dann dieser Plan, also es ist jetzt die Geschosse, sind jetzt zwei Wohnungen vor Hauptgeschoss und die sind unterschiedliche Wohnungen. Hier gibt es links eine kleine Studiowohnung mit Wintergarten, Loggia vorne und rechts eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit Wintergarten und Loggia. Diese Wintergärten ist so eine Baugesetzgeschichte, die kriegt man gratis, also macht man die. Und dann gibt es jetzt links eine 2,5 und rechts eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Und Sie sehen, die Pfeiler sind auch wieder da. Und dann eine Attika-Wohnung. Und jetzt dieser Plan, der folgt nicht irgendwie einem klaren räumlichen Prinzip, oder? Sondern es ist so ein unbestimmtes Gefüge aus winkelförmigen Wänden, aus diesen Pfeilern. Der eine ist übrigens statisch und der andere, der ist einfach, weil es ihn braucht, räumlich. Und dann gibt es Einbauten, die auch wieder eine ordnende Rolle übernehmen. Und es gibt einen Haufen von Türen und Verglasungen, die irgendwas mit diesen Lodgen und Wintergärten zu tun haben. Und die Pfeiler haben jetzt eine andere Funktion als beim ersten Projekt, nämlich folgende. Sie helfen es, die Loggia unten rechts und den Wintergarten abzutrennen, aber gleichzeitig verbinden sie Loggia, Wohnraum und Wintergarten miteinander durch ihre heftige Präsenz. Die verwandeln im Grunde alles, was sich innerhalb des Perimeters des Hauses befindet, in einen Innenraum. Auch wenn man da von Wintergarten und Loggia sprechen möchte. Und vergrößern damit die gefühlte Wohnung. Das ist ein Bild von der Bibliotheca Laurenziana, vom Treppenhaus von Michelangelo. Wir wollten das bringen, weil wir ein interessantes Detail entdeckt haben bei Michelangelo, das eigentlich über unsere Haltung zur Konstruktion spricht. Michelangelo hat hier eine Architektur geschaffen, in der alle Elemente gleichzeitig und unabhängig voneinander stehen. Es gibt Pfeiler, unglaubliche Säulen, es gibt Wandstücke, die als pfeilerartige weiße Flächen einem entgegentreten. Es gibt in diesen wieder Öffnungen. Es ist aber keine klassische Architektur in dem Sinne, dass alles in eine unglaubliche Hierarchie und Unterordnung und Überordnung eingebaut ist, sondern alles ist fast gleich heftig und besteht nebeneinander. Er hat das mit einem unglaublichen Formwillen dort in ein bestehendes Kloster eingeschrieben. Und das sieht man, was er von Konstruktion, wie er über Konstruktion denkt, wenn man dieses Detail sieht. Das ist der Punkt, wo man die Treppe raufkommt und von der Bibliothekstreppe in den großen Bibliothekssaal eintritt. Eine dieser Nischen, in der sich zwei Säulen befinden. Man sieht, wie er das eigentliche Material der Wand bis aufs Letzte dünner und dünner gemacht hat. Ich glaube, diese Rückwand ist irgendwie 12 cm. Also sozusagen für die Renaissance war das so ein Hauch, das war im Prinzip Papier für die Renaissance.
Und das ist, wir haben gesehen, dass man da sieht, wie sozusagen wie Gestalt und Gestaltfindung und Konstruktion ein Verhältnis finden. Und dieses Verhältnis ist in dem Sinne so zu verstehen, dass die Gestalt höher steht als die Konstruktion. Und wir empfinden das im Moment eigentlich als eine wichtige Anregung für uns, weil wir finden, dass unter den Bedingungen dieser zusätzlichen Dämmung, dass wir Häuser extrem einpacken müssen, dass da viele Konstruktionen, die wir davor gemocht haben und auch gebraucht haben, nämlich zweischaliges Mauerwerk oder tatsächlich ein Einsteinmauerwerk, also eine Konstruktion, wo man das Material tatsächlich sieht, das alles wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das heißt, die Plastizität und die Form der Architektur wird wieder wichtiger werden. Und sie wird sich wieder stärker lösen von einer Vorstellung von, was man sieht, ist es auch, was bisher manchmal als Ideal noch bestand. Und also der Michelangelo hat uns irgendwie geholfen, auch über unsere ganzen Elemente, die hier in diesem Raum zusammenkommen, die alle irgendwie unabhängig sind, dass, wie man da eine Einheit findet. Und jetzt möchte ich kurz über diese Verglasungen reden. Also das ist so eine Frage zwischen Transparenz und Licht und Öffentlichkeit und aber auch irgendwie Wohnlichkeit. Und wie macht man das eigentlich? Und dann ist uns irgendwie, dass der Richard Artschlager, der beschäftigt uns irgendwie in den letzten paar Wochen, und vorgestern ist er gestorben, 89. Aber dann haben wir irgendwie diese Karte in die Finger gekriegt von diesem Türstück, das so ganz komisch aus der Proportion irgendwie ist und so leicht behäbig und schnoddrig irgendwie auch ist und so total irgendwie exzentrisch auch. Und nebenan dieses typografische Zeichen, oder, dass man eigentlich auch als Schnurrbart lesen könnte, ich weiß nicht genau. Also, und irgendwie das hat uns dann geholfen, diesen Innenraum irgendwie zu entwickeln. Und Sie sehen jetzt wir haben diese Türen da drin, und das ist immer die gleiche Tür in der gleichen Breite. Und im oberen Geschoss haben die Rahmen bestimmte Proportionen, und im unteren Geschoss haben sie andere Proportionen. Das hat mit den Fenstern zu tun. Sie sind sehr ähnlich wie die Fenster, aber doch anders. Und sie sind ziemlich breit. Also auch die Rahmenteile sind breit, aber dünn. Und dann sehen Sie den schwarzen Pfeiler. Und dazwischen gibt es so ein Feld, das ist einfach so auf dem Fensterrahmen eine Aufdoppelung. Es ist wie ein Brett, das in einer speziellen Farbe gestrichen wird. Und dann gibt es links und rechts ein bisschen Luft. Sodass all diese Elemente sind zwar eine Wand, aber sie haben wie ihre Eigenständigkeit durch diese Fugen. Und gleichzeitig haben sie immer unterschiedliche Beziehungen auch zum Pfeiler, also da ist viel Fläche, da ist wenig Fläche, und das ist ein ganzes Haus, irgendwie gibt es eine unterschiedliche Situation. Also im Grunde, ihr seht unglaublich kräftige Fensterrahmen, die ganz flächig sind. Dennoch geht es uns um Transparenz. Es geht uns um einen Transparenzbegriff, wo es nicht darum geht, möglichst unsichtbare Rahmen zu konstruieren, die reine Glasscheiben halten, sondern es geht uns um Schichtungen, um ein Wiedererkennen von Motiven, um so eine Art kaleidoskopische Wirkung im Innenraum, wo sich die äußeren Fenster mit den inneren identifizieren und es wie so Durchgänge gibt mit wiederkehrenden Themen. Jetzt der Blick aus dem Wintergarten in die Loggia rüber. Und da sieht man auch noch so ein kleines Stück zum Pfeil. Das ist die Küche als so figürliches Element. Das ist jetzt die kleine Wohnung. Da gibt es wie so ein, neben dem Pfeil so eine Art Schatten über diese Fläche. Und es gibt wieder das ist die große Doppeltür rechts, aber dann hatte sie links wie keinen Platz und dann mussten wir die da so um die Ecke biegen. Dann gibt es diese Situation, wo diese geknickte Tür mit einer Zimmertür zusammenfällt. Und ich meine, all diese Elemente zu entwickeln, war anstrengend, aber nur ein schönes großes Stück Wand zu schaffen, ist etwa gleich anstrengend.
als zum Abschluss unseres Vortrages sozusagen als Abspann möchten wir noch eine kleine plastische Übung zeigen, die wir zum Thema Ausnutzung gemacht haben. Also, du willst nichts dazu sagen. Also es ist einfach ein Körper und die volumetrische Operation, die dieser Körper generiert hat, war ganz einfach, so ein Move. Und dann sehen Sie aber trotzdem, dass er von jeder Seite sieht er total anders aus. Und dann sehen Sie auch diese Gitter, die da auf Fotopapier aufgeklebt sind und die wie etwas so mit dem Unendlichen zu tun haben, aber dann trotzdem begrenzt sind und auch so nicht zusammenkommen in den einzelnen Teilen. Also es ist alles so gemeint, wie es ist, es ist diese Unpräzision. Jetzt lese ich noch was vor. In unserer Arbeit interessieren uns Gebäude, die nach streben, ihre Isolation als Objekte zu überwinden und Beziehungen im urbanen Gefüge zu schaffen. Gleichzeitig bestehen wir auf ihrer architektonischen Autonomie. Dies bedeutet, dass das Offene und das Unbestimmte auch Teil unserer Arbeit wird. Vielen Dank. Schweizer fragen mir, die Deutschen fragen, ja super. Aber eine relativ banale Frage. Ganz am Anfang bei den Tees, da gab es so Brandwände zwischen den Tees. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Könnt ihr dazu was sagen? Also wie warum sind das Brandwände? Das ist ein Grundstück, oder? Ja, aber es war ziemlich schmal da, 7 Meter. Okay. Und irgendwie ist nicht so klar, was für eine Art Fassade man da eigentlich macht. Und irgendwie waren einfach diese Flächen, die waren einfach starr. Das ist eine, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das ist, stellt sich die Frage, ob das Gebäude allseitig ist oder ob es ganz stark gerichtet ist. Und ob es, man kann eine geschlossene Fläche, kann man einmal dazu verwenden, hier, um das Gebäude gut zu stabilisieren, aber man kann sie auch dazu verwenden, um auf den Bruch an der Stelle hinzuwachsen. Bei uns war die Brüchigkeit von allem, von dieser ganzen Anlage, sehr bewusst. Wir haben das Gefühl gehabt, dass wenn man über Eck geschlossene Wand und die Hauptfassade sieht, dass dann umso klarer ist, dass es sich dabei eigentlich gewissermaßen um Fragmente handelt. Die man dann aber auch nicht mehr auffüllen kann, ja sozusagen. Ist sehr also sind die beiden immer Fragmente. Genau, das sind physische Fragmente, es wird nie jemand anbauen, das ist richtig. Aber durch diese T-Figur, die T-Figur hat auf der Rückseite wie so winkelförmige Leerräume, die praktisch den Umraum und auch die im Baum, die sich in der Nähe befindet, an sich sehen können. Ich würde euch gerne noch etwas fragen zu der Vorgangsweise, wo die Elemente so autonom werden. Ne? Also das ist ja auch so die im Inneren jetzt, Säule, die Fläche. Zueinander, dass das mit der Konstruktion so gar nichts mehr zu tun haben muss, dann spitze man es kann oder muss nicht. Das ist sehr schön, also in der es verlangt fast noch eine größere Präzisierung von der Vorstellung, von der räumlichen Vorstellung, die man so vor sich hat, um die Dinge dann richtig setzen zu können. Ne? Dass sie auch dass sie das unterstützen, was sie an räumlichen Vorstellungen haben ursprünglich. Mhm. Aber es birgt natürlich auch ein bisschen eine Gefahr in sich, dass es so manieriert eingesetzt werden kann. Also wenn ich das nicht präzise mache, also aus einer räumlichen Struktur heraus, die unterstützt werden möchte über diese Wechsel und über diese Texturen und so weiter, dann könnte man so zum Spielen anfangen. Das wird dann vielleicht so ein bisschen manieriert. Habt ihr da keine Sorge, dass das, also das,
bei euch nicht, aber wenn man das jetzt so darstellt, dann könnte das passieren. Und da, glaube ich, war es halt in der, so wie es bis jetzt gelaufen ist, wie du gesagt hast, also die, in der Moderne hat man die Konstruktion, also man hat was gesehen, was es ist. Es gibt halt auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Also dass etwas richtig gemacht ist. Ne? Und damit ist es dann schon nicht falsch. Ne? Ja. Das Gute ist, ist da immer eine andere Frage, aber ich finde das nicht falsch. In dem, im Fall der, der Innenraumfigur ist es sicher so, dass wir die, dass ein sehr lange an der Richtigkeit dessen, was wir gemacht haben, gearbeitet haben. Aber ganz allgemein gesprochen hast du, ist es ja so, dass, die Konstruktion heute keine Sicherheit mehr einem gibt über den Ausdruck und die Räumlichkeit. Vielleicht noch im Inneren, aber im Ausdruck des Gebäudes längst nicht mehr. All das, was wir sehen von einem Gebäude, ist eigentlich irgendwie eingekleidet. Ne? Ja. Deswegen versuchen wir dem Ausdruck unglaublichen so wie Freiraum einzuräumen und wir hoffen, dass die Konstruktion uns auch irgendwie noch hinterherläuft. Also, dass wir es noch schaffen. Es geht einfach um eine Umkehrung. Weil es ist ja so, Architektur ist ja so schwierig, dass man all die Dinge, die zusammengehören am Ende, kann man ja selten auf einmal denken. Das ist wie eine Vorlage. Ne? Und wir hoffen, dass ein Teil dessen sich dann in die Konstruktion auch umsetzen lässt. Und in dem Fall war es jetzt zum Beispiel einer dieser Pfeiler, der saß perfekt. Die Bauingenieurin hat sich gefreut, ne? der trägt. Und der andere, den, da haben wir gemerkt, den bräuchten wir eigentlich nicht. Aber für die gesamte Gleichgewichtsfigur im Projekt ist er wieder notwendig. Und ich glaube, das der ist doch räumlich da notwendig. Der ist räumlich da notwendig. Und und wir finden, das ist Architektur. Ja. Dass wir praktisch die Widersprüche aus der Wahrnehmung, dass wir die akzeptieren. Und dass wir da, und dass dieses Terrain, in dem wir arbeiten, einfach nicht sicher ist. Es ist kein festes Terrain heute, auf dem wir arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, ist die Gefahr natürlich, dass etwas schlecht wird. Die ist immer da. Ne? Die sehen wir. Also es gibt keine Sicherheit mehr. Ja, aber es ist trotzdem auch hier keine Beliebigkeit. Also und es ist noch was dazu, zu dem Plan. Man hat gesehen, dass der Plan bestimmte Innenräume andeutet, Nutzungen andeutet, aber sie sind auch offen gelassen. Wir sind eben davon überzeugt, dass heutige Wohnungen können wir nicht mehr für einen bestimmten Nutzer planen, sondern die Gesellschaft ist so heterogen geworden, dass unterschiedlichste Nutzer dort, unterschiedlichste Familienverhältnisse, Menschen, Pärchen, Patchwork-Familien, so dort wohnen werden. Und deswegen ist dieses eine Art landschaftliche Auffassung von der Wohnung, wo es verschiedene Orte gibt, wo Dinge passieren könnten, dass man eben, dass die Wohnung nicht neutral ist, sondern eine Landschaft mit Orten. Das ist eigentlich für uns eine sehr wichtige Idee für die Zukunft. Dass man nicht sagt, man muss hier essen, aber hier gibt es räumlich einen Ort, der bietet sich an, um etwas zu tun. Also so eine Vorstellung von räumlicher Struktur, die sich einem anbietet, statt etwas vorzuschreiben. Ich wollte auch noch was, ich hatte ja diese eine Referenz auf Venturi von Venturi, wo eigentlich auch so ein ähnliches Thema besprochen wird, so eine Art Widersprüchlichkeit auch in dem Entwurf ein Stück weit zu wollen. Auch dass jetzt Sachen sich fast widersprechen in einer klassischen Ordnung. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt auch in dieser Arbeit. Vielleicht auch so eine Stütze zu setzen, die vielleicht gar nicht notwendig wäre, oder das auch diese Fensterrahmen über die Maßen frei zu machen und vielleicht einen gewissen Maßstab, also einen Maßstabsprung zu haben, der da nicht notwendig wäre und so eine Aufladung eigentlich von der Komplexität zu erzeugen. Es ist natürlich nicht einfach, das, glaube ich, in der Lehre zu vermitteln. Das ist ja eine delikate Aufgabe, so Sachen fast mit Absicht falsch zu machen, ein Stück weit, um genau dieses Hängenbleiben auch zu erzeugen. Aber das finde ich auch ganz interessant, diese Venturi-Quelle auch
nochmal zu nehmen, um diesen, um genau das, dass es nicht aufgeht manchmal, und man auch, auch wo ihr das überschneidet, zum Beispiel euer Fußbodenmuster, mhm. dass man es eben ja wirklich wie so eine Collage, die irgendwie nicht perfekt, dass man daraus auch eine Spannung generiert. Ja, das stimmt. Also gerade bei Venturi haben wir einfach im Frühwerk, oder, bevor das dann so polemisch und auch so in eine Ecke oder Schublade gedrängt wurde, da findet man einfach einen unglaublichen Reichtum und Möglichkeiten, ne? mit aber Mitteln, die uns heute auch immer noch zur Verfügung sind. Oder? Eben, es geht eigentlich dann nur noch um Form und um Proportion und um Wissen dahinter, was die Dinge bedeuten. Aber eben, das ist für uns, war das so wie auch eine Lösung aus dieser Falle des Materials und all das. Ne? Und irgendwie auch etwas, wo wir unsere Lust auf Ausdruck und auf Gestalt irgendwie ausleben können. Ja, aber für uns hat Richard Archbacher genau dieselbe Gültigkeit wie eine Referenz aus der Vormoderne der Architektur. Also weil und beides hat die Gültigkeit, das möchten wir betonen. Es gibt keinen Weg in die Vergangenheit, der irgendwie sicher erscheint, aber wenn wir den unglaublichen architektonischen Reichtum der Architekturgeschichte verneinen, dann sind wir auch arm. Dann sind wir bitter arm. Und das finde ich, das kann man schon an einer Schule vermitteln. Also dass der Reichtum der Architektur, dass das das Material ist, dass das wunderbar ist, ne? Und daraus zu schöpfen, das ist unser Beruf und das macht ihn ja schön. Ja, es ist vielleicht auch was damit zu tun, diese Sehgewohnheiten, die fast auch so ein Selbstvervollständigen, wenn man jetzt so ein Gebäude, was auf den ersten Blick was mit der Weißenbruchsiedlung oder sowas zu tun hat. Genau dieses Selbstvervollständigen einer, sagen wir mal, Architektur der Moderne auch dann zu ein bisschen subversiver als vielleicht zu unterlaufen, also wie, was da ja auch passiert bei euch. Ne? Das finde ich schon interessant. Ja, ich finde vor allem diesen Optimismus unheimlich wichtig, wenn man auch in der Ausbildung schon vermitteln muss, weil wir ja mit so vielen Widrigkeiten da eben diese dicken Dämmungen und weiß ich, Qualifizierungen nach dem System und dem System und dem System. Ich könnte da ja bewusst verstehen. Ne? Das ist ja schon fast wie seine Buchhaltertätigkeit, dass da die Pluspunkte zusammengezählt werden und unten kriegt man dann ein Goldlabel oder so. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. Ne? Und dafür optimistisch zu bleiben und eine Sprache zu finden, die da wieder so eben den Raum, also den Raum in Vordergrund stellt, das ist eben eine Herausforderung. Das verkörpert ihn mit deiner Arbeit wunderbar. Dafür danke ich euch. Sehr herzlich.